Hallo und willkommen zu Cassette Beasts Folge 30, Jubiläum, hey! Hey, hallo! Wir machen nochmal ganz kurz hier Rast, weil Cassie nämlich etwas equippen will. Und zwar ein... Also ich möchte einmal auf jeden Fall auf die Gruppe, wir werden tatsächlich Salem ablegen, der Sammlung hinzufügen. Und dafür den Glycerin mitnehmen. In die Gruppe. Sag mal, was... Und dann suche ich gerade Salem. Da. Mhm. Und dann nehme ich Salem mal die Sticker weg, auch wenn es mir im Herzen wehtut. Ja, nicht nur dir. Aber Salem wird zurückkehren. I know it. So wie der Robin. Oh. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn die wir Eugene wieder mitnehmen, klar, ist die Zeit für Robin gekommen. Klar. Vielleicht ist Eugene der übelst coole Bro. Aber wahrscheinlich ist er das. Vielleicht auch nicht. Aber ich meine, tatsächlich werden wir ja den Hund vor Eugene mitnehmen. Oh mein Gott, stell dir vor, der Hund ist kein Companion, der Hund ist ein Captain. Ist kein Captain. Das würde mich sad machen. Das ist bestimmt kein Captain. Das würde mich richtig sad machen. Ich will, dass der mitkommt. Mozi braucht er nicht. Ich glaube, wir können ihm doch Echolot in die Hand drücken, damit er von Anfang an das hat. Ja. Einfach das straight up bessere Ding. Verstehe manche Skills nicht. Manche Skills sind einfach schlechter, objektiv schlechter als andere. Weil sie einfach schlechtere Versionen sind. Verstehe ich alles nicht. Also der Pizzerin, ne? Der kriegt jetzt Sturm und Batterie. Ja, ich meine, never change a running system. Don't fix what ain't broken. Also das hier ist aber broken. Die Sortierung ist immer für... den Po. Ja, die ist echt schön. Für den Puper. Und so, jetzt und noch hier Echolot. Ja, gratuliere, du bist jetzt busted. Da bist du Level 0. Tada! Baba! Ich möchte den bitte umbenennen. In? Einfach nur das R-I-N weg. Das Blitzer? Ja. So? Ja. So? 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 Ohne so? R. So? 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 Blitzer! Dankeschön. Okay, dann wollen wir loslegen. Oder? Sollen wir nochmal ausruhen und gucken, ob ein Dialog kommt? Ja, mach mal. Mach mal. Ah! Kelly erzählt dir eine lustige Anekdote aus ihrem Leben. Ja, die letzten 3 Wochen, als ich hier in dem Café war, waren hier so viele komische Leute. Ständig wollten die mir irgendwelche Gerüchte erzählen, aber ich konnte damit gar nichts anfangen, weil du nicht da warst, um dem ganzen Sinn zu geben. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder bei dir bin. Ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Du hast dir doch die ganzen Gerüchte gemerkt, oder? Ich will nur ganz kurz hier ein bisschen Gacha. Nichts Neues. Ah, okay. Naja, Natur beinhaltet wahrscheinlich Wasser, Feuer, Luft und Blitz. Ach so. Ach so, ja, das kann sein. Konnten nur ein Zeichen dahin machen. Ach, Sticker kaufen ist eh für Opfer, oder? Sticker kaufen ist für Opfer, oder? Wir gehen einfach direkt zum Erzengel, oder? Ja, richtig. Ja, Boah, wir haben so viel zu tun, ne? Let's go. Aber richtig viel. Jetzt lassen wir den Bahnhof. So langsam gewöhne ich mich an diese staubigen alten Bahnhöfe. Die Stille hier ist aber ganz schön unheimlich. Weißt du, Kaylee kommt 10 Minuten mit, muss sofort in so einen Höllenbahnhof rein. Ja. Die Arme. What the fuck is this? Kämpfen wir gleich gegen die Herzkönigin? Das kann sein. Klick. Okay. Das ist ein Fahrstuhl, oder? Kann sein, ja. Achso, das ist einfach der Eingang, okay. Ja, gehen wir da. Fahrstuhl? Also in der Mitte ist der Engel wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Okay. Jesus Christ, legit erschreckt. Da liegt mein Gehirn! Das ist mein Gehirn! Mein riesiges Gehirn liegt am Boden. Mir geht's gut. Wie tief sind wir gerade gefallen? Wie tief bist du gerade gefallen? Ich hatte den Gleiter draußen. Meine geschätzten Gäste... Achso, ist wahrscheinlich eine Frau, ne? Perfekt. Meine geschätzten... Alice, oh nein! Bitte? Meine geschätzten Gäste. Lasst euch das Essen schmecken, das ich für euch zubereitet habe. Ich werde in Kürze da sein, um euch zu begrüßen. Also lauft nicht weg. Alice. Ich wollte gerne.
Den Kuchen mit der Aufschrift "Iss mich essen". Ich meine, ich bin gerade in einem Bahnhof, der seit vielleicht 100 Jahren geschlossen ist. Bin einen Schacht runtergefallen, der vielleicht 200 Meter in die Tiefe ging. Mein Gehirn liegt da hinten am Boden und da steht Essen von einer Fremden, die mich wahrscheinlich umbringen will. Warte mal kurz. Do you remember Alice in Wonderland? So ein bisschen, ja. Mit dem Getränk und dem Kuchen, der dich groß und klein macht? Mhm. Ich habe keine Ahnung mehr, was war. Ist nicht so schlimm, weil das ist Kuchen, nur steht "Iss mich" drauf. Der Kuchen macht groß. Ich bin Jergo, großer Kopf, gleich großes Gehirn. Upsala. Oh, bist du tiny baby, Cassie? Kann ich dich schmeißen? Kann ich in das Schlüsselloch? Nee, aber du kannst wahrscheinlich hier reingehen und den Schlüssel holen. Jergo hier warten. Jergo tiny. Oh. Die quinzige Dominotte. Die ist aber riesig. Nee, die ist regulär normal groß. Ich komm da nicht hoch. Das ist cool. Geht es noch kleiner? Oh. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht weglaufen. Ganz ehrlich, wo sind denn eure Manieren geblieben? Ihr solltet euch was schämen. Der Hutmacher mag es nicht, wenn man seine Teeparty stört. Also bewegt euch nicht vom Fleck. Es ist wahrscheinlich nicht ratsam, noch kleiner zu werden. Ja, okay, dann darf man nicht. Nein. Ich will den Kuchen. Ha! Schnell in den Kuchen, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Du hast Monster bei ihrer Teeparty gestört. Oh mein Gott! Wie cool! Der Gaunpier ist ja cool. Bow, 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 bow. Wir haben noch nie gegen drei Monster gekämpft, oder? Ah doch, klar, natürlich. Nee, aber magst du mal den Gaunpier fangen, weil ich habe nur Multi. Ah, okay. Ich habe auch nur Multi, aber ist egal. Warte mal. Was ist denn hier? Pelzimitat, ne? Bestien, ja. Jo. Den Hobby. Bring sie um. Bring sie um. Ja, der eine ist Wind, also wird das wahrscheinlich nicht bei dem Prügelbock reichen, aber... Oh. Abwehrhaltung. Oh oh. Das wird gleich reflektiert. Oh oh. Habe ich einen Upsi gemacht? Ich glaube... Oh mein Gott! Ja, den hast du auf jeden Fall weggenuked. Yay. Nice! Erst zählt er reich. die Brille. Gaunpiere legen Verstecke mit zahllosen gestohlenen Reichtümern und Waren an, um diejenigen aufzulauern, die sie schließlich betreten. Seit neuestem können sie auch fliegen, obwohl unklar ist, ob sie dafür ihre Flügel benutzen. Okay, kann ich jetzt auch fliegen? Wow. Schuss? Energiewelle? Ah, okay. Jo. Ist halt ein Monster, ne? Cool. Aber kann Papa jetzt auch fliegen? Vergeltung! Gewalt, ja! naja, dann mache ich mal das, was ich am besten kann. Ich mache kein Damage. Let's go. Ich fühle mich richtig eingeschüchtert jetzt. Von der Gewalt? Ja. Gewalt, ja! Oh. Ah. Luftschuss! Fast ermordet. Definitiv ermordet. Yikes. Luftschuss! Gewaltiges Feuer. Aber damit wären wir wieder bei dem gleichen Witz, den wir schon vor einer oder zwei Folgen gebracht haben. Deswegen, naja. Bye-bye. We did it. Alice wird bestimmt stolz auf uns sein. Bestimmt. Stürmen. Cool. Kann er schon. Egal. Doppelt gemuckelt. Oh mein Gott, das sind ganz viele winzige Dominotten. Genau das habe ich auch gerade gesehen. warte. Das da brauche ich.
Okay. Jetzt trinken wir das Wasser. Jetzt trinken wir das Wasser. Obwohl sich mein Gehirn vorhin auf dem Boden verteilt hat, habe ich es immer noch. Wow. Wow. Was? Ich will die nicht fighten. Wollten wir nicht eine kleine Dominotte sehen für die Quest oder so? Ach so. Ja, aber da ist keine dabei. Schade. Hm. Alles, was ich mache, ist falsch. Bleib mal genau da stehen. Sorry, sorry. Alles, was ich mache, ist falsch. Ich sag es ja. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warten sollst du. Ich hab keine Hände. Jetzt geht's. Okay. Okay, let's go. Zufällig! Prioritätschance halt 3%, bla bla bla. Mhm, mhm, mhm. 14% auf Wall. Ja, ist eine Fähigkeit. Sind auch keine Dominotten. War das auch so aus wie eine? Ja, ich weiß, aber wir haben einfach kein Glück. Spielt sie durch. Weg mit denen! Das ist das Geheimnis. Alles sieht aus wie eine Dominotte, aber es ist keine. Bye, Kaylee. Haha! Das kann ja nicht sein. Das ist eine Dominotte. Übung. Ich bin einfach trotzdem runtergefallen, weil ich gegen das Monster geklatscht bin. Wir müssen die Dominotte fangen, oder? Oder umbringen. Ich möchte die umfangen. Ja, fang ich so. Wenn Gott Kaiser Kaylee das sagt, dann wird die Motte gefangen. Gott Kaiser Kaylee, du hast sie bis vor 5 Minuten ignoriert. Ja, aber nur, weil sie neben Clemens stand. Clemens? Die Clementoren? Clemens. Die Clementoren, Cassie. Wenn sie hört, wie du sie nennst, wird sie dich sowieso ignorieren, du Kretin. True. True. Manchmal, so läuft Lil, manchmal läuft Lil an der Tür vorbei, schenkt mir so einen Blick, so what the fuck? Und geht einfach weiter. Was sagst du? Du hast mir nur eingelächelt, du hast mit dem Kopf geschüttelt und die Augen zusammengekniffen. Wie bei unserem ersten Date. Ja, true, das habe ich auch gesagt. We got her. Okay, jetzt hier mal wieder ein bisschen Gewalt, ne? Mal bitte ein bisschen... Ja, aber nicht mit... Wie, nicht Feuer mit? Auf die Dominotte. Klar, die stimmt ja trotzdem. Ich treffe ja trotzdem. Okay. Du musst mir einfach mal vertrauen. Okay. Ich schütze ja einfach vorher. Ich wollte doch auch einfach nur mal cool sein. Guck mal, wie oft ich getroffen habe jetzt. Siehst du? Hast du gut gemacht. Danke. Batterie. Also beide Skills, die equipped wurden. Cool, ich habe mir die Beine gebrochen. Du musst weitergehen. Das Spiel ist aber derselben Meinung wie ich, dass das eine gute Kombo ist. Ey. Bitte weitergehen, bitte weitergehen. Okay, ganz ruhig. A tiny level for tiny people. Du Ding. Whee. Der Wahnsinn. Wir müssen eh wieder groß werden. Sagt wer? Na, du kannst das ja machen, wenn du Loser sein. Fuck. Wenn du Loser sein willst. Aber ich mach das wie ein richtiger Skillor. Weil ich kann das. Hört! Ich kann nicht sehen, du bist zu groß. Wie ein richtiger Skelor. Warte, beruhig dich. Wieso liegt dein Gehirn unter dem... Nein! Warte. Ich kann das. Easy. Hey, hallo, ich bin hier gerade richtig am thinking. Am thinking, ja. Ich will nur gucken, was die Quest sagt. Ich glaube, das ist jetzt um das Vorhaben, oder nicht?
Zentrum der Küche. Ja, die wollen nur wissen, wie das kommt. Die wollen gar keine Dominante haben. I did it. Wie so ein richtiger What the f- Lauf! Halt. Stopp. Du spürst es auch, oder? Ja. Hintergehen zu wollen. Ja, aber da war nichts. Das ist eine riesige Kiste. Mhm. Das hebe ich mir für später auf. Das wird eine Überraschung für euch. Ein höflicher Gast würde es nicht anrühren. Verliere deinen Kopf nicht, sondern benutze ihn. Ah, das ist eine Truhe. Das war nicht ich. Das Damenskelett will deinen Kopf. Ab mit ihrem Kopf! Oh mein Gott, du könntest es fangen! Ja. Hype! Let's go get her! Let's go, Gamers! Ich mach das, was ich am besten fangen kann. Am besten kann. Fangen. Fuck. Ich leg einfach meinen Fuß hier auf meinen Stuhl, mach meine Hände auf mein Bein und... Oh mein Gott, Cloud fällt von meinem Mikrofon ab. Alles wird gut. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, Cloud wird sterben. Oh, dieser Gummi ist so porös, ne? Indem ich den ans Mikrofon gebunden hab. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, dass du fängst. Du musst jetzt aber nur extrem viel Damage machen. Gegen Erde. Na, du bist Luft, klar. Bam! 75% ist quasi 100, watch this. Ey! Ja. You got lucky. Nicht gelogen. Das Damenskelett kann Elementarmagie in ihren Kugeln kanalisieren, die sie mit hoher Treffsicherheit auf Gegner wirft. Trotz fehlender Beine bewegt es sich sehr schnell und rutscht über festen Boden, als würde es durch die Luft gleiten. Fossil. Regeneriert automatisch die gesamte Gesundheit des Benutzers, wenn er versteinert wird. Okay. Mhm. Kennen wir alles schon? Ritual. Das belebt wieder, das kennen wir auch schon. Hm. Die hat ultra viel TP und ultra viel Tempo, okay. Hm. Okay. Bam! Burn them. Burn, baby, burn. Now dance, fuck your dance. Abwehrhaltung, oh. Das Damen-Gambit! So heißt der Film, der eine Serie ist. Serie. Das ist cool, hat Lil auch schon ungefähr 12 Mal geguckt. Kann ich nachempfinden, ja. Ja, es ist gut. Ich habe es mittlerweile quasi auch einmal komplett geguckt. Quasi. Quasi, naja, halt immer mal wieder so eine halbe Folge und bei, ne? Oh! Ah! Ich dachte, du machst das jetzt. Achso, ich muss was auswählen, sorry, ich lag bewusstlos in meinem Stuhl. Ich dachte, du machst das jetzt. Ja, ich konnte nichts dafür, dass mir der 300 Damage reindrückt, was in den Crit rollt. Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Jetzt mach das. Ich kann nicht. Ach doch, ich bin schneller als du. Nein! Warum werde ich von Gott so gestraft? Der Spuckangriff macht. Ich habe einen HP, das ist auf jeden Fall genug, um gleich den Boss zu encountern. Ja. Oh, weißes Kaninchenschlüssel. Und Holz. Oh. Aber was davon? Von da rein. Zwei Blöder im Kühlschrank. Ich fand das witziger, als ich sollte. Weil du den Kontext gar nicht kennst. Zwei Kumpels, als wir Pen and Paper damals gespielt haben, sind gleichzeitig zum Kühlschrank gegangen und wollten sich beide das letzte Mountain Dew nehmen. Gucken sich an. Zwei Blöde, ein Kühlschrank. Ich komm da nicht ran! Cassie, was soll ich denn machen? Cassie, jetzt sag doch mal, ich komm da nicht ran! Heb mich hoch! Oh mein Gott, da ist ein kleiner Schalter neben meinem riesigen Dämon aufgetaucht. Wow. Wow. Ah, ich bin immer noch klein, Hilfe! Okay. Wieso bin ich auf dem Gesicht gelandet? Ich weiß nicht. Aber. Können wir hier raus? Warte, stopp. Wenn du jetzt rausgehst, werden wir wahrscheinlich wieder normal. Deswegen. Ja, aber wir sind. Du bist. Mir geht's blendend. Ich muss nur. Du bist keine Kassette. Ich bin aber. Meine Lebensleiste ist ja hinter der Lebensleiste der Kassetten. Das heißt, ich habe quasi volle HP. Du planst damit, dass deine Kassette nicht umgehauen wird. Ich verstehe. Das ist richtig. Weil ich so ein awesome Gamer bin, weißt du? Das
ist wieder diese Atmosphäre. War das echt einfach nur Gimmick jetzt, dass man da rein kann? Ha. Huh. Ich glaube, man musste klein sein, um hier reinzukommen. So langsam gewöhne ich mich aber an diese komische Atmosphäre. Ich glaube, man musste klein sein. Das Tor war ja doch recht auch. Also auch doch recht klein. Kann sein. Okay. Alle Informationen! Ah, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt muss ich mich erstmal wieder richtig hinsetzen. Oh Gott, das bist wohl doch du. Ein Erzengel. Sei auf der Hut, Jago. Du hast meine Anweisung, dich nicht zu bewegen, missachtet. Respektierst du mich nicht? Ist dir nicht bewusst, wie wichtig ich bin? Du hast aber ein ziemlich großes Ego, was? Eine derartige Unhöflichkeit und dann noch gegenüber einem Mitglied des Königshauses. Wenn ihr eure Köpfe nicht einsetzen wollt, muss ich sie euch abnehmen. Okay. Hi, verbannte Königin des Wunderlands. Ah, die ist süß. Alice in Borderlands, sehr gute Serie. Okay. Ihr Finger. Haben wir die beiden schon mal fusioniert? Nee, wir hatten die Dezibelle noch nicht, als Artillerix ins Leben kam. Also, wir hatten sie nicht mehr als Artillerix. Ja, okay. Ja, wollen wir dann? Ich bin gerade irritiert. Ja, können wir. Ja! Die Herzen von Jago und Kaylee sind eins! Nach Ewigkeiten! Oh. Look at him! Findest du den nicht geil? Artillebelle? Die Artillebelle. Oh mein Gott. I love her. Him. Them. I love they. I love they. What to do? Boah, what jetzt to hier do? Ultimativer Damage. 28, yikes. Benzinschlucker. Oh. Geschluckt. Das ist eventuell ein Feuer. Ding. Aufgeblasene Charaktere haben erhöhte Angriffs- und Abwehrwerte, jedoch stark verringertes Ausweichen. Okay. Okay. Was haben wir denn noch? Hast du nicht starke Single-Targets? Ha. Wir haben mehr. Sowas. Wir könnten sparen. Ja, dann sparen wir mal ein bisschen, wa? Und hoffe darauf, dass mein Passiv nicht triggert. Bergsturz. Ui. Ha! Oh, scheiße. Bergkampfangriff auch. Nein! Alles. Trink mich. Oh, sie ist klein. Entleerte Charaktere haben stark erhöhtes Ausweichen, jeder verringertes Angriffs- oder Abwehrwerte. Das heißt, Attacken, die auf jeden Fall treffen. Ja, haben wir, glaube ich, beide nicht. Nee. Wir können aber einfach nochmal spucken und dann nächste Runde... Naja, aber wir sind halt auch gediebast, ne? Das ist irgendwie gerade nicht so geil. Aber sie brennt. Meine AP! Das ist schon mal gut. Das ist eher so mittel. Schallknall, wir haben wieder keine AP. Wir haben wieder fast halbe... Das ist irgendwie doof. Ja. Oh, weil die gleich voll ist. Oh Gott, sorry. Mach mal Nähe jetzt, weil dann ist ja das Brennen auch weg, ne? Das ist alles irgendwie gerade Crap. Ja, mach mal einfach weiter spucken und wir leben damit. Und dann schauen wir mal, was die für einen ultimativen Angriff macht. Und dann wipe ich und dann killst du die. Spielzeugkamera, ja, das macht Sinn. Ha! Iss mich. Befehle ich dir. Ich würde ja normalerweise sagen, wir verteidigen jetzt, aber wir haben nichts zu verteidigen, also... Leben wir mit unseren Konsequenzen? Hopp, hopp, hopp! Boah, kein Damage. Drachersprung! Das geht ja. Ja. Das sein können. Okay.
Multiziel, nice. Wieder keine AP. Ich habe das Gefühl, wenn wir ihr eventuell ihren Buff weggenommen hätten, dass sie so groß ist, dann wäre die Ulti schwächer gewesen, weil sie dann leichter ist. Ja, das stimmt. Meine blöde Frage, wollen wir den fusionieren? Weil irgendwie klappt das so nicht. Ja. Okay, aber wir sind trotzdem dran. Das ist ja nice. Ja, ich wechsle mal. Auf den guten alten. Den die guten alten. Ja, naja, ja. Es ist ein omnipotentes Schaf. Was willst du denn von mir? Ich kann da nichts dafür. Dass Ezreal absolut awesome ist. Ich gönne mir mal einen Stift. Fülle die Nase und dann drehen. Benzinschlucker. Direkt in meine Fallenkarte. Klappt's. So, die darf mich nur nicht zu sehr beschädigen, dann ist alles gut. Wow. Lebensleiste hat sich nicht mal wirklich bewegt. Oh nein, 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 nein. Leider kein Brand. Ja, ich mach das mal so. Brauche ja langsam, aber sicher ein paar AP. Und dann gibt's auf die Scharnuze. Daneben. Ja. Schade. Erhöhte Ausweichchance. Ja. Da geht der letzte AP. Ist wieder groß, aber es trifft uns wenigstens. Das heißt, jetzt gibt's auf die Fräsen. Hoffentlich ist da jetzt mal ein bisschen Damage dahinter. Oh! Ist okay. Danke! Bitte! Holy! Au. Cannelloni! Stop! Ich habe ein Anliegen. Ja. Du hast 3 AP. Ja. Magst du das ausprobieren mit Tabula Rasa? Ja. Achso, die hat ja Ult. Haha, hab ich gar nicht drauf geachtet. Nice, hat funktioniert. Das hat mehr Damage gemacht, oder? Ja, aber wir sind halt auch jetzt nicht mehr ein Monster gewesen, das fusionierte Stats hat. Sondern zwei einzelne Monster mit. Und haben doppelten Damage deswegen kassiert, weil wir ja nicht nur die Stats geteilt haben, sondern jetzt konnte das Ding auch zweimal Schaden machen. Dann hätte sie uns vielleicht sogar one-hitted, wenn wir den Buff nicht runtergenommen hätten. Ja. Ja. Durchaus möglich. Ich steck mir das nochmal in die Nase. Ja, mach das, mach das. Wir haben sie gleich, bestimmt. Ja, klar. Überall liegt mein Gehirn. Nur nicht in meinem Kopf. Diese Finger, ne? Fehlgeschlagen. Was für ein Lappen. Jetzt ist die Kleine als wir. Schnell! Ja, wenn du sie treffen kannst. Ich treffe sie, Bosches. Ich beiß ihr den Kopf ab. Ab mit ihrem Kopf! Das ist ein echt kleiner Kopf. Ein extrem kleiner Kopf. No, 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 no! Warum aber ich? Nur weil ich schwach dagegen bin, oder was? Okay. Okay, hast du irgendeinen Move, der stark ist mit irgendwelchen, mit AP? Irgendwas, was du benutzen kannst dann? 90er Angriff, Eisbrecher. Bitteschön, hast AP. Danke. Dammit! Schleusen auf. Oh, oh, das neu. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen die jetzt ganz schnell ermorden. Ja, und in der Runde vor ihrer Ulti auf jeden Fall nochmal durchheilen. Ausweichen nicht möglich. Wir ballern die jetzt einfach. Willst du jetzt schon mal heilen? Oder willst du jetzt versuchen, Schaden zu machen? Weil wir haben die ja gleich. Okay. Ich halte dich. Ja, ja.
für den Fall der Fälle. Ja, aber ich crit die jetzt. Ich kill die jetzt. Pass auf. Ich crit kill die. Mach das. Ja. Mach das. Was ist das? Ja. Lebt noch. Ah, nee, doch nicht. Aber hey, es hätte ja sein können, dass... Dass sie noch ein Ultimate danach setzt. Donnerexplosion. Trifft dein Ziel und fügt ihm zusätzlich 30 Schaden des Lufttyps zu. Cool. Das ist nicht neu. Übel. Das ist voll neu. Nice. Mir geht er nicht gut. Oh. Yay. Willst du dieses Land verlassen? Hör gut zu, hör auf mein Lied. Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst den Weg du gehen, der vor dir liegt? Nach Osten müssen deine Flügel flattern, an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Wo Kastanienbäume sind zu sehen und du ihr Laub spürst unter deinen Füßen. An einem Baumstumpf in waldigem Land, dort musst du jetzt sein. Der Rest des Lieds ist unverständlich leis. Ihr habt wirklich keinen Respekt, nicht wahr? Wie ärgerlich. Fräulein Alice, es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich brauche jemanden mit deiner Sozialkompetenz. Du hörst nicht auf, oder? Nö. Also sie hat sich wohl als Königin ihrer eigenen kleinen Welt angesehen, was? Und wieder haben wir einen Erzengel besiegt. Dann ist Aleph erschienen und hat ihn rekrutiert. Was genau tut er da? Sitzt er wie wir auf dieser Insel fest? Eugene steht in der Ecke. Wovon redet ihr? Welche Erzengel? Und als nächstes, hast du einen neuen Liedtext erhalten, der dir den Weg zeigt, um Neuviral zu verlassen? An einem Baumstumpf in waldigem Land, dort musst du jetzt sein? Das klingt, als würde ein bestimmter Ort beschrieben. Kommt dir das vertraut vor, Jago? Okay, lassen wir es krachen. Wohin geht es als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass im Wald von Eastham irgendwas passiert? Das könnten wir uns mal ansehen. Ja, aber die Kirche. Vor allem, Kaylee hat noch keine Ahnung von bei Amber, dass Aleph hier auch festsitzt. Sie ist am Theorisieren und Jago nur so. Doch, wir haben uns dann da unterhalten an dem Tisch. Alle vier. Also alle vier begleiten. Na doch, Jago, Kaylee. Warum ist sie denn jetzt gerade wieder unsicher gewesen, ob Aleph da festsitzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie nicht die hellste Leuchte im Messerschub. Ich weiß es nicht. Ausruhen. Lustige Anekdote. Ich dachte, deine Herzen hätten vibriert. Ich dachte, es wäre Zeit. Da hat sich Jago wohl geirrt. Das ist aber komisch. Das passiert sonst nie. Tatsächlich. Hallo! Bonjour! Ah! Stifte. Einmal eine ganze Packung bitte, danke. Ja, und dann Kaffee und das war's. Au revoir! Ah, bye! Hey, hallo, ich wollte noch an Clemens riechen, hallo? ja, wir haben ganz viel aufgenommen heute, wir haben nicht eine neue Fähigkeit bekommen, wir haben richtig viel anderen Stuff gemacht. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt nur den Bahnhof schaffen in der Folge. Ich auch nicht, aber der Kampf war auch schwieriger als gedacht. Ja, und das ganze Vorgeplänkel mit Alice im Wunderland war ein bisschen länger als gedacht. Ich dachte, wir gehen da jetzt rein, ballern schön den Erzengel um, gehen dann die Makler noch battlen, gehen in die Kirche und das wird die Folge. Aber, nope. Das naja. War cool. Das war nice, ich liebe das Spiel. Es ist einfach nice. Oh, ich bin sehr froh, dass wir das spielen. Ja, ich auch. Okay. Reicht doch mal mit dem Spaß jetzt hier, ne? Doch. Ja, ernst wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.